Was wäre wenn? Seit gerade mal 2 Wochen ist der Trickster auf Disney Plus in seiner eigenen Show unterwegs. Loki, der Gott des Unfugs, des Schabernacks und der fiesen Streiche, war ja in Endgame entkommen, nur um sofort von der TVA, den obersten Zeitwächtern, wieder eingefangen zu werden. Die behaupten, sie würden über die Sacred Timeline, die heilige Zeitlinie, wachen und sämtliche neue Zeitlinien resetten und damit auslöschen. Die ersten beiden Folgen waren im Wesentlichen ein Was bisher geschah und viel Diskussion an 70er-Jahre-Tischen in schlecht beleuchteten Räumen, aber das mag eine Sache des Budgets sein. Zwischen 100 und 130 Millionen gibt Disney wohl im Schnitt für seine Serien aus, das ist deutlich weniger als Netflix, die schon mal 200 Millionen für eine Show wie Jupiter's Legacy raushauen. Und nachdem Tom Hiddleston schon für seinen Kurzauftritt in Infinity War 8 Millionen bekam, können wir davon ausgehen, dass er für die 6 Folgen Loki deutlich mehr bekommen hat, was auch den Zusatztitel als Producer der Show erklärt. Da muss bei den Sets schon mal etwas gespart werden. Dafür bekamen wir haufenweise Zeitreiseerklärungen und Spekulationen, wo die bessere Variante von Loki, die der TVA so zu schaffen macht, sich wohl verstecken könnte. Doch den Fans reicht das natürlich nicht, die spinnen eigene Theorien und hier habt ihr 5 der interessantesten in unserer heutigen Top 5. Phase 4 erscheint ja immer noch etwas ziellos, was die übergeordnete Story angeht, und da wir noch nicht wissen, wer der nächste Thanos, der nächste Big Bad ist, hungern die Fans natürlich nach Hinweisen und fangen an, wild zu fabulieren, dass diese Serie endlich Gewissheit geben könnte. Eine der hartnäckigsten Theorien ist, Kang der Eroberer wird irgendwie in Loki auftauchen, denn so wird auf Reddit diskutiert. Einer der Timekeeper, die wir in Miss Minute Erklärvideo gesehen haben, wäre eindeutig Kang, weil er ihm eben ähnlich sieht. Aber ein User namens Experimental treibt die Erklärung noch weiter und behauptet, die TVA befände sich im Quantum Realm, das wir aus Ant-Man and the Wasp kennen. Dort konnte man nämlich, als sie mit dem Nanoschiff unterwegs sind, eine winzige Stadt erkennen, die sich in einer Blase befindet. Und diese Stadt, die im zeitlosen Bereich namens Limbo liegt, ist angeblich die aus den Comics bekannte Stadt Chronopolis. Und die ist Kangs Hauptquartier. Die Theorie behauptet jetzt, die Stadt wäre in Wirklichkeit die TVA-Stadt, die wir in Loki sehen, wenn er dort aus dem Fenster schaut. Und Kang ist deren Boss. Denn Owen Wilsons Mobius erklärt Loki ja, die Zeit vergeht in der TVA anders. Und wir wissen ja, dass auch im Quantum Realm die Zeit langsamer vergeht, denn das haben wir am Ende von Ant-Man and the Wasp gesehen, als Janet von dort zurückkehrte und kaum gealtert schien. Außerdem würde es erklären, warum die TVA easy Zugang zu anderen Zeiten hat, denn Zeitreisen läuft ja über den Quantum Realm, wie wir in Endgame gesehen haben. Und da Kang ein zeitreisender Superschurke ist und die Chefin der TVA Ravonna Renslayer heißt, eine Figur, die in den Comics von Kang umworben wird und in einer Version sogar mit als seine Prinzessin lebte, erscheint die Theorie zumindest nicht völlig absurd. Dagegen spricht, dass Jonathan Majors, der im nächsten Ant-Man-Film Kang spielt, sich völlig unwissend gibt und auf die Frage, ob er in Loki dabei sei, völlig konsterniert antwortet, ich habe keinen Plan, wovon sie reden. Tja, wir werden abwarten müssen, aber Kang ist die Theorie auf Platz Nummer 5. Episode 1 teaste natürlich ganz gewaltig und das, worauf viele Fans ansprangen, war natürlich die Szene in Frankreich im 16. Jahrhundert, der Auftrag, den Mobius bearbeitet, ehe er zu Loki kommt. Ein Mord in einer Kirche und ein Kind verrät, es habe eine gehörnte Gestalt erblickt und wir sehen ein ominöses Kirchenfenster, das ein Abbild des Teufels zu zeigen scheint. Und auch wenn die Regisseurin der Folge beschwichtigt, das wäre nur eine symbolische Repräsentation von Loki mit seinem gehörnten Helm, Fans, die schon seit WandaVision auf Mephisto hoffen, überlegen natürlich prompt, ob nicht der buchstäbliche Teufel dem Kind erschienen sein könnte. Was Mobius ja mit dem Kommentar Devil Bearing Fruit, der Teufel trägt Früchte, kommentiert, als der Junge ihm die Kaugummipackung mit Kablooey Gum zeigt. Und was könnte das Kaugummi noch bedeuten? Kablooey ist im Englischen lautmalerisch für Explosion. Und auf dem Logo, ist das die Karikatur eines Frostriesen? Ist das ein Insider-Gag von Loki, der sich auf seine Herkunft bezieht? Und sieht das nicht ein bisschen aus wie Loki? Und was macht überhaupt ein Kaugummi in Frankreich im 16. Jahrhundert? Und warum wirkt der Junge so unbeeindruckt, wenn er einen Mord beobachtet hat? Könnte es sein, dass der Junge die Loki-Variante ist und das Kaugummi und das Blau an den Zähnen seine Art ist, sich über die TVA lustig zu machen? Oder hat die Loki-Variante nur Besitz von dem Jungen ergriffen, was, wie wir ja wissen, zu ihren Fähigkeiten gehört? Oder ist die Figur auf dem Kaugummi in Wirklichkeit Nightmare, der in den Comics der Herrscher des Traumreiches ist und der Menschen in ihren eigenen Träumen gefangen hält und der in den Comics ein Dauergegner von Dr. Strange ist? Wir wissen ja, dass der Showrunner von Loki auch das Drehbuch von Dr. Strange and the Multiverse of Madness schreibt. Sollte das also ein Easter Egg sein, das schon mal Nightmare für diesen Film ankündigt? Loki als Kind, Nightmare oder doch Mephisto? Unsere Theorien auf Platz Nummer 4.
Mobius? Who the beep is Mobius? Wir kennen den TVA-Beamten jetzt als Lokis Frenemy, der ihm öfter mal ein paar Schritte voraus ist, aber seine Art dennoch zu erliegen droht. Owen Wilson verleiht der Rolle viel Charme und kann sich gut gegen Hiddleston behaupten in ihren langen Rededuellen. Doch die Fans fragen sich, was hat das mit der Figur auf sich? Wer ist er wirklich und warum geht er so viele Risiken ein? Warum scheint er so relaxed? Warum bringt ihn nichts wirklich aus der Ruhe? Warum schlürft er gechillt seine komische Brause, wenn die Rettung des Universums auf dem Spiel steht? Reddit-User The Mediocre Critic hat eine Erklärung. Mobius steckt in einer selbstgewählten Zeitschleife fest. Wir wissen ja, dass die TVA die Zeit manipulieren und zurückspulen kann. Und Mobius hat jedes Gespräch mit Loki schon dutzende Male. Er versucht wieder und wieder die Situation zu verändern und zu verhindern, dass Loki ihn verrät und am Ende böse wird, weil er glaubt, es wäre ein Funken Gutes in Loki. Und deswegen spult er immer wieder die Zeit zurück wie ein Spielstand in einem Game, wenn er versucht, doch noch den perfekten Durchlauf zu schaffen. Mobius hofft, wenn er immer weiter probiert, wird er Loki verstehen, kapieren, wie er tickt, um ihn dann wirklich dorthin zu bringen, wo er ihn haben will. Wenn er scheitert, spult er die Zeit zurück und beginnt wieder bei ihrem ersten Treffen. Doch während es für Loki das erste Mal ist, dass er ihn sieht, hat Mobius alles wieder und wieder mit ihm durchgespielt und ist deswegen so entspannt, weil er genau weiß, was Loki meistens abzieht und wie er versucht, Herr der Lage zu werden. Doch etwas deutet für ihn darauf hin, dass dieser Durchlauf anders wird. Denn dieses Mal hat Loki sich seine eigene Geschichte alleine komplett angucken können, weil Mobius ihn alleine ließ. Und Loki ganz für sich erkannte, wer er ist, und das hat etwas in ihm verändert. Deswegen glaubt Mobius an ihn und glaubt, dass dieser Loki sie retten wird. Faszinierend, denn es würde bedeuten, dass die Serie vielleicht später noch einmal in Folge 1 zurückkehrt und wir die Ereignisse dort vielleicht aus einer anderen Perspektive sehen. Was meint ihr zu dieser Theorie? Auf Platz Nummer 3. Ebenfalls super populär ist eine Theorie, die in eine ähnliche Richtung geht wie mit Kang dem Eroberer, nämlich die, dass die TVA ganz und gar nicht das ist, als was sie sich ausgibt. Denn wenn es stimmt, dass die Timekeeper über die einzig wahre Zeitlinie wachen und quasi alles vorherbestimmt ist, dann nähme das allen zukünftigen Serien und Filmen ziemlich die Spannung, denn egal was passiert, egal wer lebt oder stirbt, alles wäre ja so vorherbestimmt. Und wenn freier Wille nicht existiert und das MCU ein deterministisches Universum wäre, dann wäre es ja ziemlich langweilig. Außerdem haben sehr mächtige Organisationen in Fiction ja immer die Angewohnheit, sich als Evil zu entpuppen. Das Militär in WandaVision verfolgte seine eigenen sinistren Pläne. Die Entscheider in Avengers hätten ohne mit der Wimper zu zucken New York zerbombt. Und S.H.I.E.L.D. war von Nazis unterwandert. Haha, was für eine absurde Idee, dass unsere Ordnungskräfte und Militär von Rechten unterwandert sind. Oh Marvel, wo nimmst du nur deine Ideen her? Also warum sollten wir der TVA trauen? Das tun viele Fans auch nicht. Und behaupten, alles, was wir bisher wissen, ist eine Lüge. Propaganda der TVA. Reddit-User RocalRoll7762 behauptet, es gibt keine heilige Zeitlinie. Es gibt das Multiversum und in jedem davon existiert eine TVA. Die beschützt immer nur ihre Zeitlinie und verhindert, dass es Überschneidungen mit anderen Multiversums-Zeitlinien gibt. Varianten müssen gestoppt werden, weil sie quasi Brücken zwischen den Multiversen schlagen. Eine andere Theorie sagt, die TVA ist eine Art Zeitdiktatur, die willkürlich eine heilige Timeline beschließt, so verhindern sie einen natürlichen Austausch zwischen den Multiversen, denn Varianten sind keine Anomalien, sondern gehören zum Multiversum. Also wäre die Loki-Variante, die sie jagen, quasi eine Art Freiheitskämpfer, die versucht, die dominante Macht der TVA zu zerschlagen. Ebenfalls spannend und würde besser zu künftigen Crossover mit dem Sony Spider-Verse passen, oder? Eine der ältesten Theorien war ja schon lange vor Release der ersten Folge, dass Lady Loki bzw. Loki in weiblicher Form auftauchen könnte. Und das wurde ja in Folge 2 bestätigt. Glaubten Fans bei ersten Setfotos noch, es könnte Black Widow sein, die neben Loki zu sehen ist, war bald klar, dass die weibliche Variante, Variante Lokis ihren Auftritt haben wird. Im Finale von Folge 2 sehen wir sie, wie sie ihren Plan in die Tat umsetzt und mit Time Reset Bomben gleichzeitig etliche neue Zeitstränge kreiert. Doch auch wenn direkt danach auf Twitter Lady Loki trennete, bleibt die Frage, ob es wirklich Loki ist. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, denn wie wir ja schon aus anderen Filmen wissen, Loki ist genderfluid. Er kann jedes Aussehen annehmen, unabhängig vom Geschlecht, was auch in seiner TVA-Akte vermerkt ist. Dort steht unter Geschlecht fluid, fließend. Und auch der Showrunner Michael Waldron und Tom Hiddleston haben das ja im Interview mit dem Inverse Magazine bestätigt. Es gehört zur Figur, in den Comics gab es das ja schon sehr lange und in der Geschichte des mythischen Charakters seit tausenden von Jahren, sagte Hiddleston. Und Waldron betont,
betont, dass sie sich sehr bemüht haben, das angemessen umzusetzen. Okay, also case closed. Die Lady, die die TVA in der Serie foppt, ist also Loki, auch wenn sie sagt, sie mag nicht so genannt werden. Doch adleräugige Zuschauer, die sich brav alle Abspänne ansehen, lassen Zweifel aufkommen am eigentlich so klaren Ende der Folge. Denn während in den meisten Synchronabspänen die von Sophia Di Martino gespielte Figur als The Variant oder gar nicht genannt wird, lesen wir im spanischen Abspann einen ganz anderen Namen, Sylvie. Und wer ist das jetzt? Fans theoretisieren, das könnte sich auf Sylvie Ashton beziehen, eine Figur, die Comicfans auch als Enchantress kennen. Im Comic stammt Sylvie aus Oklahoma, die davon überrascht wird, dass die ehemaligen Einwohner Asgards die Stadt als neuen Wohnsitz auswählen, was dazu führt, dass Sylvie über Nacht Zauberkräfte bekommt und Telekinese und Teleportation beherrscht. Als Enchantress schließt sie sich dann den Young Avengers an, nur um später herauszufinden, dass Loki selbst ihr ihre Kräfte verliehen hat. Just for the fun of it. Sollte die Lady Loki-Fährte also nur ein weiterer roter Hering sein, um Fans zu verwirren? Ein weiteres Indiz aus der Serie scheint auf etwas anderes hinzudeuten. Denn in einem der Dokumente, das Loki liest, steht der Name Sylvie Laufey Dottir. Und Lokis voller Name ist Loki Laufey Son. Son und Dottir sind ja die Bezeichnungen für Sohn und Tochter, also wäre Sylvie Laufey Dottir tatsächlich die weibliche Version von Lokis Nachnamen. Sollte Marvel die Figuren von Lady Loki und Enchantress vermischen? Ist sie aus einem anderen Multiverse oder ist sie auch nur eine Illusion und wir haben die wahre Loki-Variante noch gar nicht gesehen? Immerhin gab es schon lange Theorien, dass auch Richard E. Grant einen Loki spielen wird. Noch haben wir 4 Folgen vor uns, nach denen wir hoffentlich klarer sehen, auch wenn es natürlich immer Spaß macht, das Was-wäre-wenn-Spiel zu spielen. Und dazu kommt ja mit der animierten Serie What If nochmal eine ganz eigene Marvel-Serie. Was erhofft ihr euch und wie findet ihr Loki bisher? Sagt es uns! Und wenn euch das Video gefällt und ihr mit Freunden über diese Theorien diskutieren wollt, teilt gerne unser Video, lasst ein Abo und Kommentar da. Und wenn ihr Flip supporten wollt, klickt euch mal bei Patreon rein oder werft uns ein kleines Trinkgeld per PayPal in den Hut. Wenn jeder unserer Abonnenten auch nur 1 Euro spenden würde, wäre Flips das ganze Jahr finanziert. Und jetzt noch viel Spaß mit diesen beiden Videos.